Genau, es ist jetzt. Ja, ich begrüße alle ganz herzlich, sowohl die Menschen im Raum als natürlich alle anderen, die jetzt sozusagen aus dem Netz uns folgen werden, zum 40. Hybrid-Talk der Hybrid-Plattform. Das ist mal unser erstes Experiment im hybriden digitalen Raum. Das heißt, wir haben so hier die physische Präsenz als auch natürlich den Stream. Und wir werden jetzt hoffen, dass das sozusagen auf Anhieb gelingt. Wir haben heute ein spannendes Thema, das Thema Transparenz. Das Thema wird vertreten durch ganz unterschiedliche Sprecherinnen. Das ist sozusagen auch die Idee von Hybrid Talks, dass wir versuchen, eben diesen transdisziplinären Gedanken der Hybrid-Plattform auch durch die verschiedenen Sprecherinnen aus unterschiedlichen Disziplinen des Campus Charlottenburg zu präsentieren. Und das heißt, wir haben heute sowohl Positionen aus den Geisteswissenschaften mit der Professor Dr. Jürgen Schulz, wir haben Positionen aus der, letztendlich aus der Kunstwissenschaft, das ist Professor Dr. Michael Hupp. Wir haben die Physik, die natürlich auch eine sehr große Präsenz auf dem Campus hat. Die wird heute präsentiert durch Professor Dr. Stefan Eisebitt. Und wir haben aus der UdK Valeska Schmidt-Thomsen, Professorin für Mode, Design. Und wir haben, was auch eigentlich sehr schön ist, eine Alumni der UdK, Elena Schütz, eine der Köpfe von Samsung Fantastic, einer Agentur für Kommunikation und Strategieplanung, würde ich sagen, und Architektur. Das sind unsere Sprecherinnen und wir freuen uns auch an, dass wir die Gelegenheit haben, als Teil der Science Week heute diese Veranstaltung durchführen zu können und sind jetzt gespannt auf den ersten Vortrag von Dr. Jürgen Schulz. Jürgen Schulz als Kollege an der UdK lehrt und forscht strategische Kommunikationsplanung im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Teil der Fakultät 2, der Fakultät Gestaltung der UdK. Und Jürgen Schulz hat als Kollege, wir kennen uns jetzt schon, glaube ich, sehr lange. Und seitdem, ich weiß auch, dass er eben immer sehr, sehr vielseitig seine Aktivitäten sind, sowohl akademisch als auch außerhalb der UdK. Und eine dieser typischen vielfältigen Aktivitäten von Jürgen ist zum Beispiel jetzt die letzte Lehrkooperation mit dem Fachgebiet für Automotoren. Heißt ein bisschen toller als Verbrennungskraftmaschinen der TU Berlin. Und was auch eine sehr, sehr schöne und spannende Veranstaltung war, die auch gleichzeitig noch läuft, das ist die Ringvorlesung mit dem Titel Wer nicht denken will, fliegt raus. Gleichzeitig ist Jürgen Schulz auch Redakteur der Kulturzeitschrift Ästhetik und Kommunikation und publiziert seit April auf dem der Corona-Zeit entsprechenden Blog Bruchstücke, Blog für konstruktive Radikalität. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja. Danke fürs Kommen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, aber nicht zu viele. Es ist ja etwas eigentümlich, wenn es um Transparenz geht, erstmal einen Gegenbegriff dazu hier ins Thema zu setzen. Vertrauen statt Transparenz war das Thema. Es gibt eine gewisse Vorgeschichte für diese heutige Veranstaltung, weil ich möchte vorwegschicken, dass ich überhaupt nichts gegen Transparenz habe. Ich halte sehr große Stücke auf Transparenz. Ich wünsche sie mir manchmal auch, zum Beispiel bei amerikanischen Wahlen. Und ich möchte gleichzeitig vorausschicken, dass ich entschuldige, dass ich den Text ablese, weil wir haben ja ein rigides Zeitmanagement von 10 Minuten. Und damit ich das nicht in irgendeiner Form übersteigere, habe ich einen Text. Das hat allerdings einen geringen, oder das hat einen großen Nachteil für mich, weil ich mag das überhaupt gar nicht, etwas abzulesen, weil das nämlich dann ein Text ist, der für mich schon transparent ist. Ich halte es eher wie Gleis mit der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Sei es drum, wir werden trotzdem hoffentlich Spaß haben. Ich habe eigentlich den Titel, wollte ich den Titel ändern, aber ich wollte hier keine großen Veränderungen mehr durchführen. Eigentlich heißt er auch Apologie der Intransparenz. Transparenz, Evidenz, Sicherheit, es gibt Wörter, gegen die schwer etwas einzuwenden ist. Unübersichtlichkeit ist zweifelsohne ein Problem und die Transparenz ist dabei das Lösungsversprechen. Transparenz gegen Korruption von Geheimdiensten, gläserne Abgeordnete, Lebensmitteltransparenz, wissenschaftliche Transparenz und last not least für uns auch die Transparenz von Noten. Gegen die Durchschaubarkeit gibt es wenig zu sagen oder doch? Der Philosoph Markus Steinweg
schreibt, quälender als das Nichtverstehen ist das Verstehen. Jede Begegnung wird zur Szene exzessiver Transparenz und zitiert Canetti, der das so zusammenfasst, ich habe es satt, die Menschen zu durchschauen, es ist so leicht und führt zu nichts. Ich möchte diesen Gedanken aufgreifen und eine Lanze für die Intransparenz brechen, die wir, so meine These, aushalten müssen, weil sie allgegenwärtig und unumgänglich ist. Denn vor allem Zukunft ist ohne Transparenz nicht zu haben. Wer die Zukunft schon transparent vor Augen hat, der hat sie meistens schon hinter sich. In diesem Zusammenhang sind Wissenschaftlerinnen meines Erachtens auch vor allen Dingen Experten des Nichtwissens. Das zeigt sich gerade auch in der aktuellen Krise. Und damit auch Experten und Expertinnen der Intransparenz. Diese Fürsprache für die Intransparenz möchte ich an drei Begriffen festmachen. Zum einen der Herausforderung von Entscheidungen, zum zweiten den Begriff der Kommunikation und zum dritten, da komme ich dann zum Titel meines Vortrags, Vertrauen als Ersatzkonzept für Transparenz. Beginnen wir also mit der Herausforderung von Entscheidungen und da habe ich ein einfaches Beispiel mehr ausgedacht. Nehmen Sie einfach ein Memory-Spiel. Wissenschaft ist ja manchmal auch so wie so ein Memory-Spiel. Es kommt etwas und man findet dann ein Gegenbild dazu oder hat das irgendwie schon mal sich erinnert. Alle kennen Memory-Spiele. Es ist ein Prototyp eigentlich von Entscheidungen. Man muss zwischen verschiedenen Optionen auswählen. Da kommt der Entscheidungsbegriff auch her. Das heißt, man entscheidet sich gegen bestimmte Dinge und für etwas anderes und dann hofft man irgendwann gleiche Bilder dabei zu finden. Im Laufe des Spiels wachsen Kenntnisstand und bisweilen auch die Bedenken, wenn man nicht mehr weiß, was man eigentlich wissen müsste, weil man es gesehen hat. Aber zunehmend stellt sich auch dann Transparenz ein und der Erfolg auch. Ich habe einmal mit Kindern gespielt, die was in meiner Abwesenheit dann was ganz Gemeines gemacht haben. Die haben sich die Dinge, bevor die Karten ausgelegt wurden, haben sich die Bilder angeschaut und gemerkt und so platziert, dass sie die ziemlich schnell einsammeln konnten. Ich stand dann ziemlich dumm da. Ich habe schon an meinen kognitiven Fähigkeiten dabei gezweifelt. Und mich hat das aber sehr stark erinnert an das, was amerikanische Verhaltensökonomen machen mit den Versuchskaninchen. Nach Kahneman und Thaler, die richtigen Ergebnisse ihrer Experimente immer schon kennen, gleicht das menschliche Entscheidungsverhalten dem von Homer Simpson, das sagen sie auch selber, also jedem Einfallspinsel der gleichnamigen amerikanischen Zeichentrickserie. Würde man mit Heinz von Förster Memory spielen, dann würde sein Entscheidungsbegriff nur auf den Beginn des Memory-Spiels zutreffen. Er hat nämlich das so formuliert mit einer Paradoxie von Entscheidung. Nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden, weil es sonst, das sage ich jetzt dazu, weil es ja sonst gar nichts mehr zu entscheiden gäbe, sondern nur noch nach Regeln zu handeln wäre. Wer also eine Entscheidung, die Unsicherheit und damit die Intransparenz nimmt, begeht Freiheitsberaubung, so meine erste These. Ich komme zum zweiten Punkt, den Begriff der Kommunikation. Desinformation, Fake News, Verschwörungstheorien, obwohl das Abstraktum Kommunikation etwas Nicht-Gegenständliches bezeichnet, wird Kommunikation meist behandelt wie eine Ware mit verderblichem Charakter. Dahinter steht die Vorstellung von Übertragung von Signalen und wir kennen das aus diesem Akronym High Fidelity, Hi-Fi. Und da geht es ja darum, dass es möglichst originalgetreu übertragen werden soll, dass also das, was gesendet ist, auch das, was empfangen werden soll. Jürgen Habermas insinuiert für seinen idealisierten Kommunikationsbegriff die Transparenz und damit die Wahrhaftigkeit der Diskursteilnehmerin. In einem Disput mit ihm kontert sein Kollege Niklas Luhmann, dass es bei Kommunikation nicht um eine Verteilung von Beständen, sondern um eine Dosierung von Überraschungen geht. Nach Luhmann, wenn Luhmann recht hat, kann, was transparent ist, nicht mehr überraschen. Ich lasse das mal einfach aus Zeitgründen jetzt so stehen, da kann man sich vieles dazu denken. Aber ich möchte noch bei der Kommunikation eine weitere Schleife drehen, nämlich die über Hans Blumenberg, der in seiner Theorie der Unbegrifflichkeit konstatiert, dass wir es bei Kommunikation mit einer Aktio per Distanz zu tun haben. Die Kommunikation und auch die Kunst beginnen in der Höhle, in der sich Menschen zurückgezogen und zusammengefunden haben, um sich über das, was außerhalb der Höhle droht und zu holen ist, ein Bild zu machen und eine Sprache zu finden. Erst die Intransparenz macht Kommunikation notwendig. Denn über das Transparente muss ja eigentlich nicht mehr
gesprochen oder in irgendeiner anderen Form kommuniziert werden, weil es ja dann schon da ist. Man kann drauf zeigen oder irgendwas anderes machen, um sich verständlich zu machen. Zurück zu den angefangenen oder zu Beginn aufgezählten Desinformationen, die uns ja alle so stark derzeit beschäftigen. Das Wasser drüben, um die Fische zu ergreifen, ist das 20. Strategem aus dem Arsenal von 36 Listen und Kunstgriffen aus dem alten China. Intransparenz kann erzeugt und genutzt werden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn man in der politischen Kommunikation aktuell daran denkt. Also das ist ein kleiner Ausweg auf die strategische Kommunikation, die auch mit solchen Listen und ähnlichen Dingen einhergeht. Ich komme auch schon zum dritten Punkt, dem Vertrauen statt Transparenz. Ein Kennzeichen von Ausnahmesituationen wie Krisen ist, dass selbst Expertinnen nicht mehr durchblicken. Die Krise ist ein besonders schwerer Fall von Komplexität und Nichtwissen. In der als bedrohlich empfundenen Situation der Covid-19-Pandemie fehlt Transparenz. Die Gesundheitsämter und Exekutive haben den Überblick verloren. An die Stelle differenzierter, zielgerichteter Maßnahmen tritt der Generalverdacht mit massiven Kontaktbeschränkungen. Diese brachiale Art der Komplexitätsreduktion durch Risikovermeidung erscheint naheliegend, doch auch nicht handeln ist handeln und damit riskant. Der schon zitierte Philosoph Blumenberg hat das mal auf den Hafen bezogen, der sichere Hafen ist der Ort des verpassten Lebensglücks. Komplexitätsreduktion durch Handlungsvermeidung hat unweigerlich einen regressiven Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft, weil es die Möglichkeiten einschränkt. Es gibt da einen Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit, aber auf den möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Das sind eigentlich die Literaturen, um die es hier in diesem Abschnitt geht. Ich beginne mal mit der Systemtheorie. Die mit der Reduktion von Komplexität befasste soziologische Systemtheorie schlägt vor, bei Vertrauen als einen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität zu betrachten. Das unterstellt eine riskante Vorleistung, denn wer vertraut, handelt im Modus des Als-Ob und damit fiktional. Vertrauende nehmen also in Kauf, dass, wenn überhaupt in einem akzeptablen Zeithorizont, kaum zu überprüfen ist, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist oder war. Abgesehen davon ist jede Überprüfung von Vertrauen kontraproduktiv für die soziale Funktion von Vertrauen, weil es ja durchaus automatisch Misstrauen unterstellt und zum Ausdruck bringt. Vertrauen durch Transparenz, das ist der linke Titel hier, verspricht dagegen der Titel eines Buches von zwei Unternehmensberatern im Zusammenhang mit einer Finanzkrise von Enron und WorldCom 2003. Der Titel unterstellt ein kausales Verständnis von Transparenz und Vertrauen. Dabei ist Vertrauen eine Äquivalenz von Transparenz und steht nicht in einem Ursache-Wirkungsverhältnis. Also eigentlich müsste der Titel heißen Gewissheit durch Transparenz und nicht Vertrauen durch Transparenz. Denn wer Transparenz hat, braucht nicht zu vertrauen und muss damit auch keine riskante Vorleistung eingehen. Andererseits kann die Forderung nach Transparenz aber auch als Zeichen von Misstrauen empfunden werden, wenn ich an der Supermarktkasse um Einblick in meinen leeren Einkaufswagen gebeten werde, erinnere ich mich an den Spruch aus dem Volksmund, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn Politikerinnen den Bürgerinnen das Vertrauen aussprechen und gleichzeitig Kontrollmechanismen unternehmen oder Maßnahmen unternehmen, zeigt das die Unverträglichkeit von Vertrauen und Transparenz. Ich komme gleich zum Schluss. Transparenz liefert Daten und Informationen, die möglicherweise die Komplexität erhöhen. Das ist die Tragik der Forscherinnen und Forscher von uns allen, dass wir durch mehr Wissen auch mehr Nichtwissen erzeugen, durch mehr Transparenz auch mehr Nichttransparenz. Die Verfügbarmachung von Informationen und die Forderung nach ständiger Transparenz macht Vertrauen obsolet. Mit anderen Worten, wenn jemand sich entscheidet, einen Privatdetektiv loszuschicken oder zu beauftragen, um jemanden zu bespitzeln, hat er vielleicht Transparenz, aber kein Vertrauen mehr. Transparenz ist kein Allheilmittel. Manchmal ist Transparenz eine Chimäre. Und nicht selten sogar das Problem, das sich für die Lösung hält. Ich möchte meinen kursorischen Beitrag beenden mit einem Zitat des Philosophen Martin Seel, das passt zur aktuellen Lage auch sehr gut. Ich habe da gestern Morgen ein Bild auf dem Fernsehen aufgenommen. Martin Seel sagt in einem Zeitinterview, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sie ist die messbare Seite der Welt. Vielen Dank.
Eine Grundidee der Hybrid-Talks ist ja, dass wir letztendlich die Vorträge kurz und knapp aneinander rein, also nicht das Rückfragen, die auch sich heute vielleicht gar nicht so einfach wären, zulassen. Deswegen danken wir uns nochmal ganz herzlich bei dir, Jürgen, und würden dann auch schon zur nächsten Sprecherin kommen. Frau Professorin Dr. Maigop hat studiert in München an der LMU Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften und klassische Archäologie und hat sich in ihrer Promotionsarbeit mit der nationalsozialistischen kontaminierten Geschichte der Kunsthandlung Adolf Weinberg beschäftigt. Und diese Provenienzrecherche steht eigentlich als Thema weiterhin auch in ihren weiteren Aktivitäten, also sowohl für eine Arbeit im Rahmen eines Ausstellungsprojektes an dem Jüdischen Museum in Frankfurt am Main, als auch als Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. Wir freuen uns, dass Frau Hopp seit nicht allzu langer Zeit ist als Juniorprofessorin hier am Campus sozusagen berufen worden ist, als für ein ganz neues letztendliches Fachgebiet, digitale Provenienzforschung an der TU Berlin. Und wir sind mal gespannt, was das sozusagen, also was wir jetzt dabei lernen können bei diesem Vortrag, was das eigentlich alles heißt. Vielen Dank, willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Ich muss auch ablesen, auch wegen des sehr strikten Zeitmanagements von 10 Minuten. Ansonsten würde ich ihm aber in einigen Punkten widersprechen, aber das kommt vielleicht auch einfach so in meinem Vortrag relativ gut raus. Kulturgüter fliegen nicht. Genau so und nicht anders hat es Catherine McKenzie, Professorin für Kunstgeschichte an der University of Toronto, 2016 in einem Vortrag in München ausgedrückt. Simpel, schlicht, einleuchtend. Kulturgüter fliegen nicht, auch wenn unser Hang, Daten zu visualisieren, es manchmal gerne so aussehen lässt. Kulturgüter, sehen wir mal von immobilem und immateriellem Kulturgut ab, sind Produkte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von Menschen, Künstlern, Handwerkern oder auch Werkstätten, also Verbünden, aus unterschiedlicher Motivation für unterschiedliche Auftraggeberinnen geschaffen, gefertigt, produziert, montiert wurden. Sie wurden verkauft, verpackt, ausgeliefert, transportiert und dabei in jüngerer Zeit auch häufig versichert. Kulturgüter werden und wurden in Krisenzeiten immer schon sichergestellt und deponiert. Sie wurden und werden unter ungleichen Machtverhältnissen in Diktaturen oder kriegerischen Auseinandersetzungen systematisch geraubt, konfisziert, enteignet, verschleppt oder gar zerstört. Sie wurden und werden geborgen, aufgefunden, transluziert, ausgepackt, übergeben, verwahrt, ausgestellt und so weiter und so fort. Fakt ist also, Kulturgüter kursierten schon immer und kursieren auch heute. Sie wechseln dabei Standorte wie auch Besitzverhältnisse, aber auch Kontexte. Und hierbei sind menschliche Akteure im Spiel. Kulturgüter werden übergeben, von Hand zu Hand, von Spedition zu Spedition, von Verkäufern und Verkäuferinnen über Händler, Händlerinnen zu den Käufern, Käuferinnen oder aber von den Beraubten zu den Räubern, Räuberinnen. In diesen Momenten der Übergabe hinterlassen sie Spuren. Diese Knotenpunkte, das heißt diese Besitzwechsel, ihre Eckdaten und Zeugnisse ausfindig zu machen, zu untersuchen, zu kontextualisieren und zu bewerten, das ist Aufgabe der Provenienzforschung. Zunächst recht simpel und einleuchtend. Und das funktioniert auch überall da sehr gut, wo sich eindeutige Belege für Besitzwechsel finden und diese im Idealfall sogar mit Provenienzmerkmalen an den Objekten selbst korrespondieren, etwa Namen, Lotnummern aus Auktionen, Zollstempel, Aufkleber von Speditionen etc. Das funktioniert allerdings bereits dort nicht mehr, wo wir von massenhaften Verlagerungen nicht mehr eindeutig zu identifizierender Kulturgüter sprechen, etwa im Zuge kolonialzeitlicher Expeditionen, Plünderungen oder Raubgrabungen und der damit verbundenen Translokation von Kulturgut, welches, wenn überhaupt, allenfalls marginal dokumentiert wurde. Ich möchte die Kontexte nicht gegeneinander aufwiegen, denn es gab auch während des Nationalsozialismus schlecht dokumentierte Transaktionen, etwa die sogenannte Möbelaktion in den besetzten Westgebieten, während der allein 70.000 Wohnungseinrichtungen, also verlassene Wohnungseinrichtungen aufgelöst und mit 27.000 Transportladungen ins Deutsche Reich verbracht wurden. Vergleichbare Abtransporte aus der Sowjetunion lassen sich gar nicht mal mehr beziffern. Zerstörtes Archivgut tut sein Übriges dazu.
Was ich Ihnen mit den Folien jedoch vor allem veranschaulichen möchte und womit die Provenienzforschung kämpft, das sind die schieren Massen an Objekten. Um dies mit zwei Beispielen aus Berlin zu veranschaulichen, das Museum für Naturkunde verwahrt über 30 Millionen Objekte. Beginnen Sie dort einmal mit der Provenienzforschung. Das Historische Museum in Berlin wächst jedes Jahr allein im Schnitt um 7000 Objekte. Dies verdeutlicht also, warum Recherchen zu einzelnen Objekten oder Objektkonvoluten obendrein vielfach durchgeführt durch drittmittelfinanzierte und somit befristet angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Museen, aber auch Bibliotheken und Archiven, auf Dauer nicht allein zielführend sein können und neben der zu Recht umstrittenen Frage der Priorisierung vor allem auch zur Übermüdung und Überforderung führen. Auch wenn jede einzelne Restitution eines Kulturgutes es wert ist, dass darüber medial berichtet wird, dann kann und darf Provenienzforschung trotzdem nicht nur am Erfolgsfaktor Restitution bemessen werden. Jeder, ich wiederhole absolut, jeder Erkenntnisgewinn zu Sammlungskontexten und Geschichten sowie zur historischen und aktuellen Translokation von Kulturgut ist ein Erfolg. Und der offene und transparente Umgang mit diesen Erkenntnissen, aber auch mit Desideraten, Lücken und strukturellen Problemen, sollte jederzeit verpflichtend sein. Die Debatten um die Digitalisierung von musealen Objekten und das digitale Museum haben mit der Corona-Pandemie 2020 einen Peak erreicht, der zu Recht, denn ohne Kunst wird es still, wie wir momentan häufig in den Medien oder auf Social Media lesen, also der zu Recht auch erreicht wurde. Nur warum tun sich die Museen dann immer noch so schwer, auch diejenigen Informationen genauso transparent zur Verfügung zu stellen, die Aufschluss über den Erwerb und die Herkunft dieser Objekte geben, die sie gerade digitalisieren? Warum haben noch immer so wenige Museen ihre Inventare und Archive digital geöffnet? Angesichts der ökonomischen und ökologischen Konsequenzen vor allem, die eine millionenfache Digitalisierung von musealen Artefakten mit sich bringt, sind wir doch genau jetzt dazu verpflichtet, umzudenken und nachhaltige Konzepte zu entwickeln, die das Objekt als solches nicht erneut nur dann eben digital zu isolieren und es weiterhin zu objektivieren, sondern die es wieder mit seinen historischen Entstehungskontexten und seiner Biografie verknüpfen. Ob nun in der Nahrungsmittelindustrie, beim Einsatz von Blockchain-Technologien, zum Beispiel bei Lieferketten oder schlicht auch beim Gebrauchtwagenhändler. Transparenz der Provenienz findet sich sehr oft in Werbeslogans. Es dient dem Verbraucherschutz, aber verdient nicht demnach auch jede Besucherin, jeder Besucher eines Museums umfängliche Transparenz und Aufklärung zur Geschichte der Exponate, die sie oder er kommuniziert? Verdienen es nicht die Nachfahren der Geschädigten oder die Herkunftsgesellschaften, dass dieses Kulturgut zumindest nach aktuellem Kenntnisstand und bestem Wissen und Gewissen dokumentiert ist? Hierfür braucht es keine überbordenden Labels in Ausstellungen. Hierfür braucht es übergreifende und allgemeinverständliche Konzepte. Transparenz in der Provenienzforschung bedeutet nicht nur Digitalisierung und Publikation der Daten zum Erwerb eines Objektes, auch die sich dadurch auftunenden Knotenpunkte, Schnittstellen und Netzwerke müssen transparent aufgezeigt werden. Datenkonzepte müssen anschlussfähig bleiben. Wo öffentliche Einrichtungen nicht mit gutem Beispiel vorangehen und Lösungen aufzeigen oder Kompromisse finden, werden private Sammler und der Handel sicher nicht nachziehen. Transparenz heißt auch Zugang und Auffindbarkeit dieser Informationen. Und Transparenz bedeutet Sprache, nicht nur multilingual, sondern auch verständlich. Sie bedeutet Wissenskommunikation auch bzw. vor allem in die Richtung derjenigen, an die sie eigentlich adressiert ist. Denn Provenienzforschung ist kein Selbstzweck und kein Geheimwissen, sondern ein gesellschaftlicher Auftrag. Intransparenter Umgang mit Provenienzdaten führt zu Herrschaftswissen, zu Deutungshoheit, zu Ausschlussmechanismen und somit zur Reproduktion von Ungleichheitspositionen, von Rassismen und Antisemitismen. Ein vorsichtiger und respektvoller Umgang mit Daten der einst Entrechteten und Enteigneten, ebenso wie der sensible Umgang mit historischen Terminologien, darf dabei nicht zu einem generellen Zurückhalten von Informationen führen, sondern muss in viel breiter angelegten Debatten eben transparent diskutiert werden und zur Sensibilisierung führen. Gemeinsam mit Studierenden der Berliner Universitäten habe ich letztes Semester eine Evaluation der derzeit bestehenden digitalen Angebote für die Provenienzforschung durchgeführt.
wobei wir genau auf diese Faktoren geachtet haben. Zugänglichkeit der Informationen und Daten, Verständlichkeit, Usability. Das überwiegend betrübliche Ergebnis dieser Erhebung, das wir auch noch publizieren werden, hat uns darin bestärkt, diese Forschung zu vertiefen. Auch der Auftakt zu der sehr wichtigen Ringvorlesung Bildung dekolonialisieren gestern Abend an der TU hat mich daran bestärkt, denn auch diese war ein Zeichen dafür, dass einzelne Fachgebiete sich im Hinblick auf diese Fragestellung zunehmend annähern. Schließlich wird im kommenden Frühjahr ein Projekt der TU, der HU, dem Museum für Naturkunde und dem Institut für Museumsforschung starten, das erst kürzlich durch die Berlin University Alliance bewilligt wurde, was meine Kolleginnen und mich ganz besonders freut und in dem wir die Bedeutung von Museen als Räume der sozialen Kohäsion erforschen werden. Ich freue mich, dass ich dort meine Schwerpunkte im Bereich der digitalen Provenienzforschung einfließen lassen kann und hoffentlich damit auch für etwas mehr Transparenz, zumindest in der Wissenskommunikation, sorgen kann. Denn Transparenz der Provenienz ist Due Diligence und damit auch gesellschaftliche Verantwortung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben ja hier in unserem temporären Studio eine sehr merkwürdige Situation. Das heißt, wir sehen nicht die Bilder. Das heißt, es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wie gesagt, für ein erstes Experiment, finde ich, läuft bisher ganz großartig. Ich möchte den nächsten Sprecher ankündigen. Das ist Professor Dr. Stefan Eisbitt, der als Physiker, Experimentalphysiker, tätig ist, als Forscher und Lehrender an der TU Berlin, am Fachgebiet für Laserphysik und gleichzeitig aber auch als Direktor am Max-Born-Institut für nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, kurz MPI genannt, in Adlershof. Das ist ja in Berlin so eine ganz typische Situation, dass die Kollegen zum einen an der TU tätig sind, zum anderen oft in anderen Institutionen noch, Adlershof oder auch an einem Fraunhofer-Institut arbeiten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Situation, die wir in Berlin haben. Stefan Eisbitt hat vor seiner Tätigkeit hier in Berlin an relativ namhaften Institutionen geforscht, vor allem in Vancouver, Stanford und Lund, und beschäftigt sich sozusagen eigentlich schon auch in einem wichtigen Bereich sehr lange schon mit neuartigen Abbildungsverfahren, die kohärente Röntgenstrahlen verwenden. Deswegen ist auch unter anderem sein Vortrag jetzt eigentlich genau in diesem Themenbereich. Das heißt, es geht um dreifach Unsichtbares, was wir sehen können. Das heißt, es geht um Holographie mit Röntgenstrahlen, die eben ermöglichen, relativ kleine Objekte in ihren dynamischen Prozessen darzustellen. Wir sind gespannt, auch wenn wir die Bilder nicht sehen werden. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die freudige Einführung und natürlich auch die Einladung. Das ist sehr spannend hier. Und wie gesagt, ich möchte Ihnen was erzählen zum Thema dreifach Unsichtbares sehen. Und im Gegensatz zu den vorherigen Beiträgen geht es bei mir tatsächlich um unsichtbar im ursprünglichen Wortsinne, sage ich mal, im optischen Sinne Dinge wirklich sehen können. Kann ich sie sehen oder kann ich sie nicht sehen? Und es geht um Dinge, die wir möglicherweise nicht nur mit dem unbewaffneten Auge sehen können und die unsichtbar sind, weil sie eben einfach schlicht im Licht nicht sichtbar sind oder weil sie zu klein sind, als dass wir sie sehen können, oder weil sie viel zu schnell wieder weg sind. Sie sind kurz da und dann sind sie wieder weg. Und auch aus dem Blickwinkel sozusagen unsichtbar. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir das machen. Was Sie hier sehen, leider im Saal noch nicht sehen, ist eine Bildsequenz von Strukturen, die unsichtbar sind. Diese Strukturen sind unsichtbar. Sie sehen so schwarz-weiße Muster. Nicht nur, weil sie sehr klein sind, Sie sehen da oben einen Maßstab von einem Mikrometer, zum Vergleich, ein menschliches Haar hat etwa 50 Mikrometer Durchmesser. Sie sind also nicht nur deshalb unsichtbar, weil sie klein sind, sondern weil es sich um magnetische Strukturen handelt. Und der Mensch hat keinen Sinn dafür, eine magnetische Struktur zu sehen, wenn ich Ihnen einen Startmagneten vor die Nase halte und frage, ist das der Nordpol oder der Südpol, können Sie mir das nicht sagen, außer weil der vielleicht rot und grün angestrichen ist. Es gibt keinen Sinn dafür, wir können keinen Kontrast wahrnehmen. Okay. Und Kontrast ist ein wichtiger Punkt. Und ich möchte Ihnen hier ein kleines Filmchen zeigen, das ich in Fähnau in Wolfsburg aufgenommen habe, in diesem Mitmachmuseum. Und was Sie hier sehen, sind einige Kunststoffstäbe, die jetzt in diese Flüssigkeit eintauchen.
Und in dem Moment, wo sie in die Flüssigkeit eintauchen, werden sie unsichtbar, alle bis auf den einen Stab in der Mitte. Okay, Sie können diese Stäbe nicht mehr sehen. Es gibt keinen Kontrast zwischen dem Stab und der Flüssigkeit mehr. Das heißt, Kontrast ist eine ganz wichtige Sache. Bei der Beleuchtung gibt es keinen Kontrast. Die gute Nachricht ist, wenn ich etwas sehen möchte, mit Licht sehen möchte, dann gibt es immer eine Wellenlänge, eine Farbe des Lichts, bei der es Kontrast gibt. Und wenn ich Licht sage, meine ich elektromagnetische Wellen. Sie wissen, Radiowellen sind auch elektromagnetische Wellen, sind sozusagen für mich auch Licht, genauso wie Röntgenstrahlen Licht sind. Und irgendwo in diesem großen, großen Spektrum gibt es immer die richtige Farbe sozusagen, mit der ich einen Kontrast für ein Atom bekommen kann. Und das liegt daran, dass Kontrast dadurch zustande kommt, dass das Licht Elektronen von einem Energieniveau auf ein anderes Energieniveau hebt. Und diese Energieniveaus sind für jedes Atom, für jede Atomsorte unterschiedlich, für alle Atome im Periodensystem. Das heißt, ich habe das hier auf den Folien skizziert, man kann immer eine Wellenlänge finden, bei der ich eben dann Kontrast hinbekomme. Gut, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und zum Zweiten kann man auch mit der Polarisation des Lichtes spielen und auch darüber Kontrast herstellen. Und hier in dieser Folie ist das jetzt zu sehen. Was auf der linken Seite zu sehen ist, ist ein Bild, was eben hergestellt ist, dass man die Magnetisierung sehen kann durch Analyse der Polarisation. Und ich möchte Ihnen jetzt sagen, warum uns das interessiert. Was Sie da links sehen, ist dieser kleine Film, ist, dass wir mit einem Laserpuls, einen kurzen Puls, auf diese Probe drauf schießen. Ich hoffe, Sie können das jetzt hier im Saal mittlerweile auch sehen. Und was dann passiert ist, dass die Magnetisierung sich umdreht. Was vorher schwarz war, wird weiß. Was weiß war, wird schwarz. Okay. Und das ist ein Prozess, der uns interessiert, den wir gerne verstehen möchten, der nicht gut verstanden ist. Es ist nicht klar, warum das passiert. Das passiert nur in ganz bestimmten Materialien. In diesem Fall ist das eine Gadolinium-Eisen-Legierung. Die besteht eben aus Gadolinium-Atomen, hier in dem Schema Rot, und Eisenatomen, in dem Schema Blau. Und die kann ich mit einem Lichtpuls ummagnetisieren. Und das passiert unglaublich schnell. Was Sie hier unten rechts in dem Bild sehen, ist der zeitliche Verlauf für die Gadolinium-Atome. Die sind am Anfang eben nach unten magnetisiert und dann mit der Zeit nach diesem Laserpuls verlieren sie ihre Magnetisierung und magnetisieren sich in die Gegenseite, auf die Gegenrichtung. Und ich möchte mal hier auf die Zeitachse zu sprechen kommen. Sie sehen hier, wo die 1 steht, da ist im Prinzip schon das Wesentliche passiert. Da überkreuzen sich diese Kurven. Und diese 1, das ist eine Pikosekunde. Und eine Pikosekunde ist der millionste Teil einer millionstel Sekunde. Das heißt, das passiert sehr schnell. Und das bedeutet, wenn wir diese Prozesse verstehen wollen, dann müssen wir eben Methoden haben, mit denen wir sehr schnell gucken können. Und was uns interessiert, ist, wie dieser Mechanismus funktioniert. Das heißt, wir müssen diese sehr, sehr kleine Struktur sehen können. Vielleicht fängt das in der Mitte an und geht dann nach außen. Keiner weiß es. Okay, und wie machen wir das? Und da muss ich hier noch ein paar Mal klicken. Und da kommt erstmal die Frage ins Spiel, wie kann man... Es geht hier ums Hin- und Herschalten, nehme ich an. Da stellt sich die Frage, wie kann man überhaupt irgendwas sehen? Okay? Und dann möchte ich mal Ihren Blick schärfen für einen anderen Blickwinkel darauf sozusagen. Ich habe gesagt, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Und bei Welle stelle ich mir mal eine Wasserwelle vor, das ist am anschaulichsten. Also auf dem Bild hier schön Wasserwellen, wie sie an den Strand anrollen. Und wenn Sie etwas überhaupt, um etwas überhaupt sehen zu können, brauchen Sie, dass dieses Objekt dieses Wellenfeld verändert. Wenn da so ein Pfeiler drin steht, so ein Wellenbrecher, dann entsteht ein anderes Wellenmuster, das Sie am Strand beobachten können. Daraus können Sie schließen, da ist was. Auch wenn Sie sehr kleine Objekte da reinstellen, machen die ein anderes Wellenmuster und Sie können die sehen. Allerdings, wenn die Objekte kleiner sind als die Wellenlänge dieser Wellen, dieser Wasserwellen, dann können Sie nicht mehr unterscheiden, ob da ein so ein kleiner Pin im Wasser steht oder zwei. Gut, also Sie brauchen was, das dieses Wellenmuster verändert. Dann müssen Sie aber natürlich noch interpretieren. Sie sehen dieses Wellenmuster, Sie gucken auch vor sich auf den Boden, auf den Sand, Sie sehen dieses Wellenmuster und sollen jetzt sagen, das ist ein Pfeiler, der da drin steht, oder ein Schiffswrack. Sie müssen das irgendwie interpretieren. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, vor einigen Jahren schon, mit dem man das machen kann, speziell für Röntgenstrahlen. Denn wir wollen ja kleine Dinge sehen. Und was hier links skizziert ist, ist quasi eine Draufsicht von oben auf das Wasser,
dieser rote Kringel hier, das ist quasi das Objekt, was Sie sehen wollen. Das macht Wellen im Wasser. Und was man jetzt tut, ist, man bringt ein zweites Objekt, ein kontrolliertes zweites Objekt dazu, das auch Wellen macht und die interferieren mit den ersten Wellen. Und das ist ein Hologramm. Ein Hologramm mit Röntgenstrahlen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie so ein Hologramm zum Beispiel aussehen kann. Ganz hübsch, wie ich finde. Und wenn man dieses Hologramm gemessen hat, kann man mit einer einfachen mathematischen Operation im Bruchteil einer Sekunde daraus ausrechnen, wie das Objekt ausgesehen hat, was da in diesem Wellenfeld stand. Und in diesem Fall handelt es sich um Strukturen auf einer Festplatte, auf kleine Bits sozusagen, das ja magnetische Strukturen sind. Und ich habe Ihnen das mal hier mitgemacht. Also so sieht eine Festplatte aus. Und Sie sehen, das ist hier so eine glänzende metallische oder metallgeschichtete Scheibe. Und da sehen Sie exakt nichts drauf von den ganzen Daten, die darauf gespeichert sind. Und das liegt eben daran, dass Sie die Magnetisierung eben nicht sehen können, sondern es eben nötig ist, dass wir die sichtbar machen. So wie das auf diesem Bild hier gezeigt ist, wo man solche Datenspuren auf einer Festplatte sieht. Okay, wie beobachten wir, dass das schnelle Prozesse ablaufen? Da will ich nicht großartig drauf eingehen. Im Wesentlichen machen wir das dadurch, dass wir das alles mit Laserpulsen machen. Und Laserlicht ist natürlich Licht ist natürlich generell sehr schnell und Lichtpulse ist das Kürzeste, was die Menschheit technologisch beherrschen kann. Also die allerkürzesten Dinge, die wir im Griff haben, sind solche Röntgen- und Laserpulse. Nochmal Faktor 1000 kürzer als der millionste Teil einer millionste Sekunde. Gut, warum machen wir das? Wir machen das zum einen, um diese physikalischen Prozesse zu verstehen. Was passiert da eigentlich? Das finden wir einfach spannend. Was passiert, wenn wir da Lichtpuls draufschießen und das klappt um die Magnetisierung? Wie kommt das? Aber das Ganze hat natürlich auch zumindest in weiterer Ferne eine technologische Relevanz und damit eine gesellschaftliche Relevanz auch. Wenn Sie an Datenspeicherung denken, dann werden die allermeisten Daten auf Festplatten gespeichert. Wenn Sie sagen, ich habe meine Daten in der Cloud, dann sind die in Wirklichkeit in solchen Datenspeicherzentren, wie hier auf dem Bild zu sehen, auf solchen Festplatten gespeichert. Und wenn man jetzt diesen Prozess ein bisschen schneller machen kann oder ein bisschen energieeffizienter machen kann, dann kann man natürlich viel bewirken. Damit komme ich zu meiner letzten Folie. Das ist also das, was wir tun, was uns eben auch antreibt, das Verstehen dieser Prozesse und möglicherweise neue Konzepte zu entwickeln, wie man eben mit Laserpulsen zum Beispiel Daten speichern kann oder in diesen kleinen igelartigen Strukturen, die ich auf der rechten Seite gezeigt habe, die eben sehr klein und dennoch stabil sind. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass man also mit dem bewährten Auge sozusagen und Holographie sehr kleine Dinge sehen kann, Dinge, die dreifach unsichtbar sind, ohne Kontrast, ganz klein und ganz schnell weg. Dankeschön. Vielen Dank. Ich finde immer das Faszinierende an der Konzeption der Hybrid-Talks ist letztendlich immer dieser rasche Blickwechsel, auch eben so aus den Geisteswissenschaften in die Naturwissenschaften, und wir kommen jetzt gleich in eine ganz anderen, in eine andere Sphäre, das sind die Sphären der Gestaltung. Vertreten jetzt erstmal durch Professorin Valeska Schmidt-Thomsen. Valeska als Kollegin an der UdK vertritt dort das Institut Experimentelles Bekleidungs- und Textildesign. Und Valeska hat studiert in einem der wichtigen Orte in Europa für Mode, nämlich in Antwerpen. Hat dann im Folgen an relativ großen, wichtigen Unternehmen zum Thema Produktion, Entwicklung von Mode, in leitender Funktion gearbeitet, für Zahnersport Italien, für Chanel und Helmut Lang, und hat auch für den Gucci-Konzern eine Kollektionen gemanagt. Nach weiteren Stationen in Italien vorwiegend kam Valeska 2005 nach Berlin an die UdK, sprich ein Jahr vor mir. Und seit 2019 ist sie unsere geschätzte Dekanin an der Fakultät Gestaltung und hat da auch für relativ viel Transparenz gesorgt, finde ich. Ja. Also hat jetzt auch alle verschiedenen Themen, die man in einem akademischen Bereich sozusagen auch noch mit bearbeiten muss, Institutsleitung, Fakultätsleitung, auch das sozusagen alles bisher bravourös geleistet. Wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag zum Thema Blickdicht bis transparent, von Unsichtbarkeiten in der Mode. Thank you.
nach einem sehr imposanten, freien Redner vor mir, werde ich leider wieder zu ganz profanen Dingen und den Blättern, meinen Blättern hier zurückkommen. Genau, und ein paar Blicke auf die Mode werfen. Vielleicht nicht die, die wir erwarten bei dem Thema Transparent, sondern ein paar andere. Die westliche Modebranche steht im Visier. Und das zu Recht. Denn diese Modebranche konzentriert sich viel zu sehr auf das Zelebrieren von vermeintlichen Designerstatus und die exzessive Bildung von Markenidentität. Zerkleidungsstücke als magische Erlebnisse intransparenter Prozesse, verehrt Werte wie Originalität statt Qualität. Gesehen wird, was gesehen werden soll. Transparenz ist dort wichtig, wo sie als Legitimation strategisch eingesetzt werden kann. Dennoch gibt es ein Sichtbarmachen in der Mode. Das Aufzeigen von Herkunft und Herstellung von Textilien und von Produktionsprozessen und Lieferketten hat die verheerenden Missstände in der Wertschöpfungskette des Produzierens von Mode aufgedeckt. Heute wissen viele, dass die Modeindustrie zu den klimafeindlichsten Branchen zählt und einige, dass jährlich bis zu 150 Billionen Kleidungsstücke global, meistens unter katastrophalen, ökologischen, sozialen und ethischen Bedingungen hergestellt werden. Trotz einer gesteigerten Sensibilität für diese grundlegenden systemischen Probleme und vermehrten Solidaritätsaufrufen, die sich mit den ökologischen, sozialen und kulturellen Dimensionen von Nachhaltigkeit befassen, ist die Modebranche noch weit entfernt von entscheidenden Transformationen ihres Konsummodells. In diesem Prozess des Transparentmachens wird auch sichtbar, welche Relevanz dem Design von Mode zu bemessen wird. Obwohl der Designprozess bis zu 80% Einfluss auf die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit eines Kleidungsstückes haben kann, verkümmern die verantwortungsvollen Positionen in der Gestaltung oft zu unscheinbaren Anbieterinnen ästhetischer Erfahrungen in einem von wirtschaftlichen Interessen getriebenen Markt. Betroffen distanzieren wir uns auch als Konsumentinnen von diesen Daten und Fakten, legitimieren uns damit, dass Mode etwas ist, was andere tun, was nicht für jedermann ist, wenngleich wir wissen, dass Mode eine kollektive Praxis ist, mit der wir uns tagtäglich beschäftigen. Denn Mode und Kleidung sind etwas Fundamentales für uns Menschen. Sie schützen uns, verschaffen uns Identitäten, sie unterstützen uns physisch und psychisch, trösten uns. In ihnen können wir uns verbergen und wir können uns offenbaren. Sie sind Teil unserer verkörperten Erfahrung mit der Welt und tragen substanziell zu unserem Wohlbefinden bei. Wenn Kleidung und Mode für unser Leben so essentiell sind, warum haben sich Gestalterinnen und Konsumentinnen emotional so von ihnen entfernt? Und wie könnte ein anderes Verhältnis zu und mit Kleidung aussehen, welches vielleicht auch die Modeindustrie nachhaltiger mit transformieren könnte? Seit dem 18. Jahrhundert im Zuge der industriellen Revolution hat sich unser Verhältnis zu Mode geändert. Nicht nur, weil Mode durch massenhafte Produktion für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich wurde, sondern auch, weil durch die damit einhergehende Normisierung von Größen sie den Körper zwang, sich ihr anzupassen. Der Körperbezug und mit ihm die Taktilität von Mode durch Materialien und Formen trat immer mehr in den Hintergrund, zugunsten einer Gestaltung und Konsumtion, die das Visuelle privilegiert. Ebenso entfernten sich die Macherinnen und Trägerinnen voneinander und somit ging das Verständnis für das komplexe Herstellen von Kleidung einerseits und dem Gebrauch von Kleidung andererseits mehr und mehr verloren. Dieses Auseinanderdriften hat dazu geführt, dass Gestalterinnen und Nutzerinnen
heute Mode oft als kurzlebige Produkte in einer schnellen Konsumkultur verstehen. Die dadurch resultierenden rasanten Entwicklungsphasen und der Wegwerfkonsum verhindern, mit den Produkten nachhaltig in Verbindung zu treten. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zwischen Mensch und Kleid entsteht nicht mehr. Kleidung fühlt sich dadurch fremd an. Wir nehmen sie oft nicht mehr als Teil an und von uns wahr. Hinzu kommt, dass Mode von den Trägerinnen oft rein aus der Nutzungsperspektive betrachtet wird. Die Art und Weise, Zeit und Dauer von kreativen Prozessen und der Entwicklung eines Kleidungsstückes sind ihnen oft unbekannt. Dadurch fehlt ein Wissen um Textilien und die Konstruktion von Kleidung, die maßgeblich bestimmen, wie wir Kleidung tragen, was wir in ihr verkörpern und wie wir sie behandeln und bewahren müssen. Gleichermaßen ist das Wissen vieler Gestalterinnen über die Nutzung von Kleidung nach dem Verkauf schwindend gering. Oft hört die Gestaltung eines Kleidungsstückes bei seiner Produktion auf. Oder es wird gelegentlich über das Nachleben im Sinne einer Wiederverwertung nachgedacht. Viel zu wenig beschäftigen sich Designerinnen aber mit dem Leben, also der Nutzung und dem Überleben wie der Pflege und Reparatur eines Kleidungsstücks. Diese könnten jedoch Schlüsselfaktoren für einen nachhaltigeren gestalterischen Umgang mit Mode sein. Denn die Verlängerung des Lebenszyklus, also der Nutzungsdauer eines Kleidungsstücks, ist entscheidend, um die Rate zu verringern, mit der Kleidungsstücke weggeworfen werden. Erfahrungen über die Nutzung könnten die Konsumentin partizipatorisch in den Designprozess mit einbringen. Denn es gibt viele potenziell wertvolle Praktiken, wie Menschen ihre Kleidung bewahren und pflegen, reparieren und umgestalten. Dies geschieht meist weniger ökologisch oder sozial motiviert, sondern vorwiegend aus immateriellen Gründen, wie denen der Erinnerung, der Zugehörigkeit zu einer gemeinschaftlichen Identität oder einer emotionalen Verbundenheit. Gestalterinnen könnten auch darüber nachdenken, wie sie Zeit von Herstellung, Entwicklung und Kreativität in Kleidung besser sichtbar und erfahrbar machen könnten. Wie sie sich mehr mit den alltäglichen Begegnungen von Menschen mit Mode auseinandersetzen könnten oder wie sie die zahlreichen persönlichen variablen Nutzungsmuster von Kleidung in den Designprozess integrieren könnten, um den immateriellen Eigenschaften der Mode wieder mehr Bedeutung zuzumessen. Mode braucht Sichtbarkeit und Sinnlichkeit, Respekt und Begegnung, Schutz und Pflege. Genau die gleichen essentiellen Dinge, die sie uns gibt, damit sie uns lange und nachhaltig begleiten kann. Das Modesystem hingegen braucht mehr Transparenz, ein radikales Umdenken. Dazu müssen alle Teilhabenden ihr Wissen bündeln, empirisches und intuitives, wirtschaftliches und gestalterisches, handwerkliches und technologisches. Denn nur so können wir die Prinzipien, Werte und das Tempo, nach denen das gegenwärtige westliche Modesystem arbeitet, neu definieren. Danke. Vielen Dank. Jetzt kommen wir schon zur letzten Sprecherin des Abends. Zeit geht immer schnell vorbei. Es ist in dem Fall Elena Schütz. Elena Schütz ist eine Absolventin der UdK, wobei das ehrlicherweise jetzt auch dann schon 10 Jahre her ist, habe ich gerade gelesen. Das heißt, vor 10 Jahren hat Elena zusammen mit 2 anderen Architekten eine sehr spannende Studiogemeinschaft gegründet, Something Fantastic, die von sich sagt, dass sie nicht disziplinäre Designpraxis betreibt. Und ich habe mich vorhin schwer getan, das eigentlich mit wenigen Worten zu fassen, weil es eine sehr große Liste von Aktivitäten sind, die ihr vertretet. Es geht um Publikation, es geht um Bücher zum Thema Gestaltung, es geht um Ausstellungskonzipierung und Durchführung von Ausstellungen, es geht um Möbeldesign, es gibt auch Entwürfe für Gebäude, es gibt viel Diskussion über Stadtplanung und es gibt eine sehr, sehr reiche Lehrtätigkeit. Zum einen mal lange an der ETH in Zürich und jetzt seit neuestem in Amsterdam an der Gerhard Riefeld Akademie und wo er eigentlich ein sehr schönes Department leitet, nämlich das Space Department. Das klingt eigentlich sehr spannend.
Und das ist eine sehr interessante und sag mal, sehr vielfältige Karriere, die ihr in diesen 10 Jahren entwickelt habt. Und wir sind gespannt zu deinem Thema transparent, durchschaubar, enttäuschend. Architektur bzw. Bauelemente als Gegenstand der Diskussion. Vielen Dank für dein Kommen. Also ich sehe das immer eigentlich gar nicht so kompliziert, was wir irgendwie so machen. Also ich bin auf jeden Fall heute als Architektin hier und spreche auch als Architektin oder aus Architektensicht. Und obwohl es auf den ersten Blick so ein bisschen deprimierend klingt, der Titel transparent, durchschaubar, enttäuschend, geht es mir eigentlich darum, heute darüber zu sprechen, wie einerseits wichtig Transparenz für meinen Bereich, für die Architektur ist und was das Potenzial von Durchschaubarkeit, Transparenz und Enttäuschung ist. Also wir Architekten sind in dieser schwierigen Lage und gleichzeitig auch in der, sagen wir mal, glücklichen oder potenziell glücklichen Lage, dass wir eine sehr große Verantwortung tragen. Wie auch schon meine Vorrednerin über den Bereich Mode und Bekleidung gesprochen hat, die CO2-Emissionen weltweit, es wird immer viel über Flüge gesprochen. Tatsächlich ist der Bereich Bauen und Architektur ein extrem großer CO2-Emittent und das lässt sich daran, also einfach jetzt mal sehen, dass man allein jetzt Beton, wir sprechen jetzt gar nicht über die Nutzung und, von Gebäuden, aber allein die Produktion von Beton so eine große Bedeutung für den Klimawandel hat. Für uns steht, folgert sich daraus, dass wir Architekten viel mehr als Experten für das Bauen oder als Berater im Bereich des Bauens auch Berater und Experten für weniger Bauen, nicht Bauen und auch günstiger Bauen werden müssen. Das heißt, wir müssen unsere Kunden und unsere potenziellen Bauherren möglichst frei und ungebunden dazu beraten und ihnen helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen, in welchen Fällen wie viel Bauen wirklich nötig ist. Denn es ist ja offensichtlich, dass keine Bauweise, keine Bautechnik und auch keine Technologie wird wahrscheinlich je so sparsam und nachhaltig sein, wie nicht zu bauen. Und speziell der dritte Punkt, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, das günstiger Bauen. Darin sehen wir einen wichtigen Punkt in Bezug auf die soziale Nachhaltigkeit und die nachhaltige Entwicklung von Städten. Genau, das Problem ist allerdings für uns, dass die Rahmenbedingungen, die ökonomischen und die strukturellen und auch die politischen dazu führen, dass es für uns gar nicht so einfach ist, in die Richtung zu beraten und diese Freiheit zu erlangen. Dass wir haben ökonomische Zwänge in der Hinsicht, dass traditionell und auch per Gesetz eigentlich das Architektenhonorar von der Bausumme abhängig ist. Das heißt eigentlich, wer ordentlich bezahlt werden möchte oder wir werden eigentlich dafür bezahlt, diesen Anteil auf unserem CO2-Diagramm höher zu machen, anstatt ihn niedriger zu machen. Und es ist tatsächlich in der Praxis dann relativ schwierig, in Richtung, was ich gerade gesagt habe, des Wenigers oder das nochmal genauer Prüfens zu beraten. Der eine Punkt ist die Tatsache, dass die Bausumme und das Honorar so direkt miteinander verbunden sind. Und der zweite Punkt ist vielleicht auch der Prozess, also dass wir beraten den Kunden, den Bauherrn von Anfang an in der Vorentwurfsphase und gehen dann weiter in die Planungsphase und in die Ausführungsphase. Und möglicherweise wäre zum Beispiel schon ein Schritt in die richtige Richtung da, irgendwo einen Cut oder zumindest die Möglichkeit eine Unterbrechung einzuführen, dass eben nicht der am Anfang eigentlich dabei ist, das Projekt zu definieren, auch der ist, der am Ende das Projekt zu Ende führt und im Endeffekt davon profitiert, dass das Projekt maximal oder zumindest eben nicht minimal geworden ist. Wir als Architekturbüro versuchen uns, wie auch andere Büros, mit denen wir sprechen oder von denen wir hören,
wir bemühen uns, das zu verändern oder anders zu arbeiten und uns diese Freiheit zu nehmen. Ich bringe mal ein Beispiel für diese, das meine ich mit der Durchschaubarkeit. Wir müssen versuchen, diese Struktur und diese ökonomische Verbindung durchschaubarer zu machen, um sie eben auch zu durchbrechen. Ein Beispiel, wir wurden vor 2 Jahren gebeten, einen Büroumbau zu betreuen, also zu entwickeln und umzusetzen. Und wir haben von vornherein das Gefühl gehabt, hier gäbe es die Möglichkeit, wahrscheinlich viel weniger zu machen, als der Bauherr sich grob vorstellt. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir unseren Bauherrn richtig, aus unserer Sicht korrekt beraten? Und wie können wir diese Unabhängigkeit in dem Prozess behalten? Und in dem Fall haben wir uns entschieden, dass wir vor das gesamte Planungs- und Bauprojekt eine Studie stellen und diese Studie uns dementsprechend bezahlen lassen, unabhängig davon, was bei der Studie rauskommt und auch unabhängig davon, ob wir danach beauftragt werden würden, diesen Umbau auch wirklich zu machen. Und die Studie haben wir dann auch zusammen mit externen Experten entwickelt und haben gesagt, das ist bei einem Büroumbau, es geht darum, was ist ein passendes Arbeitsumfeld und oder wie überhaupt arbeiten wir heute und was brauchen wir für Räume dafür? Dadurch, und es war eben auch wichtig, dass diese Studie so bezahlt ist, dass der Bauherr keine Verpflichtungen eingeht, auch nicht gefühlt, uns danach zu beauftragen. Und dass der entweder danach entscheiden könnte, dass ich beauftrage euch, ich beauftrage jemand anderen oder vielleicht ist mein ganzes Projekt eigentlich hinfällig. Tatsächlich haben wir dann dieses Projekt am Ende auch durchgeführt und wurden beauftragt, den Umbau tatsächlich zu planen, zu gestalten und zu planen. Und entsprechend unserer Studie hatten wir dann auch die Möglichkeit, wirklich sehr viele Änderungen innerhalb dieser Bürostruktur nicht baulich zu machen, nicht architektonisch und physisch, sondern in der Art, wie die Menschen miteinander arbeiten und haben es deswegen auch geschafft, recht wenige tatsächliche Umbauten zu machen. Wir haben natürlich, also natürlich hat sich was verändert im Endeffekt, also ein Beispiel zum Beispiel haben wir, hier sieht man jetzt einen Grundriss von diesem einen der Bürogeschosse, wir haben zum Beispiel die Anzahl der Kaffeeküchen verringert, weil wir das Gefühl hatten oder aus der Studie eigentlich auch die Evidenz hatten, dass der Weg zur Kaffeeküche und zurück ein total wichtiger Weg ist, an dem Treffen stattfinden zwischen verschiedenen Mitarbeitern und die sind wichtig für die Innovation der Firma. Nur so als Beispiel. Und dann eigentlich ein wichtiger Kernpunkt war der, dass wir Einzelbüros, man sieht es hier auf dem Plan oben, ist der Flur und unten ist die Fassade, wir haben Einzelbüros aufgebrochen und haben auch eigentlich fast rein subtraktiv durch das Wegnehmen von Wänden eine neue Bürostruktur entwickelt, die wir uns von den Abgeordnetenbüros beim Bundestag abgeschaut haben. Da gibt es Büros, die nebeneinander liegen, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten. Die haben alle Zugang zum Flur, aber haben auch eine Verbindung untereinander und haben deswegen die Flexibilität, zum Beispiel einen zusätzlichen Meetingraum oder jetzt ein Zoom-Studio oder einen Telefonraum einzurichten. Das sind diese Änderungen, die aus unserer Sicht und eben auch auf der Basis der Studie wirklich die Art, wie die Menschen arbeiten, verändern würden. Jetzt komme ich dazu, was wir nicht gemacht haben. Und da sind wir beim Punkt enttäuschend. Also tatsächlich hat ursprünglich sicher unser Kunde sich das anders vorgestellt, was wir machen würden, weil unser Kunde ist der Branchenverband der Digitalindustrie. Das ist nicht direkt jetzt so ein Internet-Startup, aber die Leute, die da arbeiten und die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, sind ungefähr solche. Und auch die Mitarbeiter, um die die Firma konkurriert, sind die sonst zu Google, whatever, gehen würden. Und in diesen Büros hat sich in den letzten 10 Jahren eine Art der Architektur etabliert, die viel auf Identifikation und auch Oberflächen, also Identifikation über Oberflächen fokussiert. Und dem haben wir versucht, was entgegenzusetzen, weil wir darin ein großes Problem sehen, weil
diese Oberflächen eben eine sehr kurze Lebensdauer haben, modisch sozusagen sind oder einer Mode unterworfen sind. Und eigentlich egal, was man jetzt für eine Oberfläche wählt, wird sie spätestens in 5 Jahren nicht mehr den Geist, den man ausdrücken möchte, als ein innovatives Unternehmen transportieren können. Und aus der, und der Meinung der, der Firmen entsprechend die, die Mitarbeiter nicht mehr so motivieren, wie sie das brauchen. Was wir stattdessen verfolgt haben, war eigentlich eine Art, versucht, diese Enttäuschung zu etablieren, die man sich so ein bisschen wie eine Brechtsche Verfremdung vorstellen kann. Also wir haben versucht, so wie in dem Brechtschen Theater, immer wieder der Zuschauer zurück in die Realität sozusagen geholt wird, so du sitzt im Theater, tauch nicht zu tief da ein, funktioniert unser Verfremdungseffekt dadurch, dass wir diese Oberflächen immer wieder aufgebrochen haben und dadurch eine Art Transparenz produziert haben. Das heißt, wir haben dieses, auf dem Bild sieht man Baustellensituationen, auf der rechten Seite sieht man diese 90er Jahre Bürooberfläche mit abgehängten Decken, aus Elementen gebaut und mit aufgeständeten Fußböden. Und wir haben eben einfach auch hauptsächlich subtraktiv durch Wegnehmen Momente geschaffen, wo diese Oberfläche als Oberfläche enttarnt wird, also wo enttäuscht wird. Es ist nur eine Oberfläche. Es hat nichts damit zu tun, wie innovativ oder kreativ oder cool dieses Büro und das, was darin produziert wird, ist. Es ist einfach nur eine, ja, es ist wirklich einfach nur eine Oberfläche. Noch ein Bild von dem fertigen Büro, wir haben das Büro oder dieses Projekt deswegen auch Disillusioned Office genannt. Und das kann man auch noch auf unserer Website anschauen. Genau. Das heißt, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und ich möchte mich erst nochmal bei allen Sprecherinnen des, und Sprechern des Abends ganz herzlich bedanken. Der Applaus ist jetzt gar nicht so groß, weil wir müssen uns jetzt eigentlich selbst applaudieren. Ja, also vielen Dank an alle. Traditionell kommt eigentlich jetzt der zweite wichtige Moment von einem Hybrid-Talk und zwar ist es das informelle Gespräch danach. Ja, weil wir sondern die Grundidee haben, dass es nach den Beiträgen nicht zur Diskussion kommt, sondern im Abschluss alle zusammen in diesem Raum oder auch draußen zusammen beieinander sein können, was trinken und dann eigentlich eine Diskussion sein können. Das geht heute leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber man kann nicht immer alles zur gleichen Zeit haben, wie wir es auch schon mehrfach heute thematisiert haben. Wir müssen uns heute beschränken. Ja, das heißt, wir können in kleiner Gruppe diskutieren und Sie alle einladen, zu Hause das auch zu tun, in ganz kleiner Gruppe dann sozusagen als Einzelperson nachzudenken oder per Videokonferenz mit anderen Menschen Dinge zu besprechen. Das ist in der Summe allerdings ein großes Experiment, ja, dem sozusagen auch die Hybrid-Plattform als eine Idee aktuell unterliegt. Und die Idee der Hybrid-Plattform ist ja, dass wir letztendlich versuchen, sowas auch eigentlich im permanenten Praxistest zu machen, dass wir versuchen, die unterschiedlichen Perspektiven, die dieser Campus bietet, der sich aus der Universität der Künste und gleichzeitig der Technik-Universität baulich einfach ergibt und dadurch aber auch eine unheimlich große Vielfalt an Perspektiven auf Fragen der Kunst, der Wissenschaft und Technologie hat, dass wir das sozusagen immer wieder versuchen, in der Hybrid-Plattform zu fokussieren. Wir werden jetzt im laufenden nächsten Monaten lernen müssen, wie wir das eben vorwiegend im digitalen Raum machen. Das hatten wir bisher leider nicht so, das war nicht unsere Spezialität, ganz ehrlich gesagt. Ja, wir haben sehr viel von dem physischen Präsenz gelebt, sowohl bei unseren Veranstaltungen als auch beim Praktizieren. Und wir werden jetzt also auch da nochmal eine neue Ära für uns selber entwickeln müssen. Ein Teil dieser neuen Ära wird sozusagen auch sein, dass es in der nächsten Veranstaltung Hybrid Futures am 10. Dezember erneut einen Online-Stream geben wird, 20.15 Uhr. Und es gibt ein ganz tolles Thema, was dann auf jeden Fall wieder zu einem sehr physischen, präsenten Resultat hoffentlich führen wird. Und das ist das Thema Bioökonomie. Da geht es um Pilze und Architektur. Und ich glaube, das ist auch schon mal sehr anschaulich als Bild. Und wir hoffen alle, dass Sie Zeit finden, da nochmal dabei zu sein und sich wieder letztendlich auch überraschen lassen von der Vielfalt von Ideen, in dem Fall zum Thema Pilze und Architektur.
Vielen Dank fürs Zuschauen und erst nochmal vielen Dank für alle fürs Kommen und für die spannenden Vorträge. Und wir hoffen dann, wie alle anderen auch, sehr bald wieder, dass wir im Frühjahr sein, draußen zu stehen, Wein zu trinken und spannende Gespräche zu führen. Einen schönen Abend. Das ist jetzt so ein bisschen.